Heute mal wieder Pasta und zwar Spaghetti, wobei das funktioniert mit jeder Nudel. Man kann lange nehmen, dünne, kleine, krumme, was auch immer da die Lieblingspasta ist. Und dazu gibt es eine Tomatensoße, eine richtig schöne aromatische würzige Soße, die wir aber nicht kochen, sondern im Ofen garen, also schmoren. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt. Ich habe dafür zum einen 500 Gramm Tomaten, ich kaufe immer die an der Rispe, die sind mir einfach viel lieber. 40 Gramm Parmesan, dann hier ein Teelöffel Oregano, zwei Knoblauchzehen. Des Weiteren habe ich hier einfach etwas Paniermehl, das brauchen wir später noch zur Bindung. Zwei Esslöffel Oliven und ein Esslöffel Kapern. Man sollte darauf schauen, dass man die Kapern nicht eingelegt in Salz nimmt, sondern in der Flüssigkeit, dass sie nicht ganz so kräftig sind, denn sonst könnte das ganze Gericht später etwas zu intensiv werden. Ich fange jetzt schon mal an und beginne erstmal den Salbei. Da brauchen wir zwei Blätter von und die Petersilie, wie auch den Knoblauch fein zu schneiden. Als nächstes geht es den Oliven an den Kragen. Die schneide ich auch etwas kleiner. Die trickle ich einfach nur. Jetzt nehme ich etwas Olivenöl. Mache das unten einmal in meine Auflaufform rein. Da reichen so ein paar Spritzer. Und dann schneide ich die Tomaten. Und die trickle ich einfach immer nur. Und lege die hier einfach dann nach und nach in meine Auflaufform unten rein. Als nächstes werden die Tomaten erstmal gut gesalzen. Und wer es ein bisschen schärfer mag, kann da gerne noch etwas Chili dazu tun. Dann verteile ich die Petersilie mit dem Knoblauch und dem Salbei darauf. Dann kommt noch der Oregano drüber, die Oliven. Und natürlich auch noch die Kapern. Und die drücke ich noch etwas an. Und dann auch noch mit dazu. Hier könnte man auch noch ein, zwei Sardellenfilets klein hacken und mit dazu tun oder Sardellenpaste verwenden. Jetzt reibe ich noch den Parmesan drüber, aber nicht komplett alles, sondern circa die Hälfte, also 20 Gramm. Ich mache das jetzt nun etwas nach Gefühl. Wobei beim Parmesan sich auch immer die Geister etwas scheiden, denn zum Beispiel bei Fischgerichten ist es eigentlich ein No-Go, da Parmesan drüber zu hobeln. So, hier haben wir den drauf. Das reicht auch schon fürs Erste. Und dann vom Gefühl her noch drei Esslöffel Paniermehl. Ich habe einen Backofen schon mal vorgeheizt auf Ober- und Unterhitze mit 185 Grad. Und dort kommt es jetzt rein, Blech in der mittleren Schiene und das Ganze für 35 Minuten und so wird es jetzt erstmal geschmort. Die Tomaten brauchen jetzt noch 9 Minuten, das bedeutet, ich kann die Pasta dazugeben, das sind 180 Gramm, also für 2 mittlere Portionen. Wer das Ganze ja, für mehr machen möchte, der stapelt die Tomaten einfach etwas höher und gibt nochmal ja, roundabout 10 Minuten im Ofen mit dazu. So kann man einfach auch dann die Menge und die Portion verdoppeln. Die Zeit ist vorbei, der Ofen klingelt. So nehme ich dann einfach die Form hier wieder raus. Und stelle sie mir hier auf meinen Herd. Und dann kann ich gleich die Pasta nehmen und hier drauf geben. Und dann beginne ich erstmal, die Nudeln schön in dieser Soße mit den Tomaten zu verteilen. Wir saugen jetzt so richtig schön diesen Saft auf. Als nächstes kommt dann nochmal Parmesan drauf. Wir haben ja noch 20 Gramm übrig. Ich würze noch etwas nach mit grobem Pfeffer aus der Mühle. Und gebe noch mal etwas frische geschnittene Petersilie dazu. Ich habe hier noch Paniermehl stehen, denn wenn wir jetzt diese Soße zu
flüssig wäre, würde ich noch mit etwas Paniermehl abbinden können. Hier ist es mir etwas zu dickflüssig. Aus dem Grund nehme ich aber nochmal eine Schöpfkelle und gebe noch etwas von dem Nudelwasser dazu. Deswegen habe ich die Pasta auch nicht abgegossen, sondern schön rausgenommen mit der Pinzette, dass ich auf jeden Fall noch Nudelwasser zur Verfügung habe. So haben wir hier eine ganz tolle aromatische Pasta, der Geschmack von den Kapern, von den Oliven, tolle frische Tomaten sind mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wer noch ein bisschen Sardelle mit reinmachen kann, der sollte es auf jeden Fall tun. Hat dann so ein bisschen was von der Spaghetti Puttanesca. Viel Spaß damit, entspanntes Kochen. Ja, der Ofen macht die Hälfte und Nudeln kriegt jeder hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.